Ich bitte jetzt noch Sylvia Heimsch auf die Bühne von den aktiven Parkschützern, die noch mal einige Termine weitergeben will, wo ihr euch auch einbringen könnt. Sylvia Heimsch. Hallo, liebe Angstbürger. Noch mehr? Okay. Wer seine Angst eventuell bekämpfen möchte, könnte das schon am kommenden Sonntag tun. Nämlich von 10 bis 16 Uhr bieten die aktiven Parkschützer wieder ihr Sitzblockadetraining an. Das ist ja vielleicht eine ganz gute Investition in die Zukunft. Man weiß ja heutzutage nicht, wie oft man das noch gebrauchen kann. Um dort aber teilnehmen zu können, ist es ganz wichtig, dass Sie sich ein bisschen auf der Parkschützerseite auskennen, dass Sie dort erstens natürlich angemeldet sind als Parkschützer, dass Sie auch wissen, wie das funktioniert, dass man sich wieder einloggt mit seinem Passwort. Also bitte die Seite möglichst träge benutzen und wer nicht zurechtkommt, kann sich dort an den Webmaster wenden über E-Mail und kann auch wieder sein Passwort erfragen. Dort gibt es jetzt ganz neue Funktionen, also die Seite wurde ein bisschen umgestellt und unter dem Punkt Diskussionen kann man sich also neuerdings auch sehr gut vernetzen. Dort bilden sich Gruppen. Wie ich heute gesehen habe, hat sich da also ganz aktuell eine Gruppe Behinderte gegen Stuttgart 21 oder ist gerade dabei, sich zu gründen. Finde ich ganz klasse. So, dann habe ich noch von den Architekten gegen Stuttgart 21, die treffen sich wieder am 17.11. um 19 Uhr im Forum 3 und die bereiten auch, also die erarbeiten auch Material für die Schlichtungsgespräche und für das Alternativkonzept zu K21. Wer sich bei den Ingenieuren gegen Stuttgart 21 engagieren will, da habe ich gesehen, die stehen wohl hier drüben, links von der Bühne, die Ingenieure. Also wer möchte, kann direkt dort Kontakt aufnehmen. Und die Unternehmer, die treffen sich wöchentlich, immer nach der Montagsdemo, um 19.15 Uhr im Café Schlossblick auf der Königstraße 22. Und die haben inzwischen 450 Unterschriften, eine Resolution gegen Stuttgart 21, also 450 Unternehmer. Und zum Schluss noch in eigener Sache unsere Mahnwache, und zwar die hier drüben am Nordausgang, sucht immer gerne wieder neue Helfer. Die müssen auch jetzt keine Bahnexperten sein, die müssen dort auch nicht gleich Auskunft geben. Also sind auch immer noch andere Leute da. Also bitte einfach mutig sein und einfach dort melden. Man kann sich da jederzeit eintragen. Danke und oben bleiben. Danke, Sylvia Heimsch von den aktiven Parkschützern.